Hallo zusammen, ich bin Jadawin, der Entwickler von Hinterm Horizont und willkommen zu dem Tutorial über Kampfhöhlen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Also, ich habe alles vorbereitet, ich bin jetzt in einer Höhle und habe hier so ein paar Monster freigelassen und ihr seht jetzt hier unten meine Schnellleiste, sieht schon ein bisschen anders aus als auf der Farm. Ich stelle euch erstmal die Waffentypen vor, die es gibt. Also es gibt Säbel, Schwert, Speer und Bögen, wobei es schwere Bögen und leichte Bögen gibt. Zusätzlich gibt es dann natürlich eine riesen Anzahl an Kampfzaubern und Unterstützungszaubern. Aber jetzt erstmal zu den Waffentypen. Der Säbel ist halt das Allereinfachste, macht Schaden direkt nach vorne und trifft meistens auch nur einen Gegner. Das Schwert hat einen Flächenschaden, was also vor einem quasi so, sagen wir mal, Halbkreis Schaden verursacht. Der Speer hat den Vorteil, dass er weiter reicht und den Gegner zurückstößt. Und der Bogen, der einfache, der leichte Bogen, ist ähnlich wie der Säbel, nur eben auf Entfernung. Und der schwere Bogen hat eben auch einen Rückstoßeffekt, womit man sich Gegner wirklich auf große Distanz halten kann. So, die verschiedenen Waffentypen gibt es natürlich in ganz vielen verschiedenen Ausführungen mit verschiedener Stärke, verschiedener Geschwindigkeit. Das kann man entsprechend hier auch sehen. Hier steht es immer dran in der Info, wie viel Schaden die machen, welche Geschwindigkeit sie haben. Und die Kosten sind dann eben die Energiekosten hier, der Schöpferkraft. Das ist der gelbe Ball hier. So, an Zaubern läuft das ähnlich. Wir haben ja jetzt hier diese Zauber, zum Beispiel den Feuerball. Da steht zum Beispiel Feuerschaden je nach Magiepunkten. MP sind die Magiepunkte. Das sehen wir ja hier in diesem Dings entsprechend hier. Das ist Magie 660. Ich bin schon recht fortgeschritten im Spiel hier. Und die Zauber nehmen an Schaden zu, umso mehr Magiepunkte ich habe. Ne, grundsätzlich ist es so, dass sich das zusammensetzt aus dem Angriff einerseits. Angriff 100 bedeutet quasi 100% Schaden. Das heißt, bei einer normalen Waffe würde ich dann 60 Schaden machen, wenn ich 100 Angriff habe. Wenn ich 120 habe, entsprechend etwas mehr. Und genauso wird auch der Angriff eben beeinflusst, auch die Zauber. Zusätzlich aber für die Zauber eben auch noch entscheidend der Magiewert. Dadurch sind die Zauber immer aktuell, auch später im Spiel, wenn ich dann bessere Waffen habe. So, jetzt demonstriere ich euch das einfach mal anhand dieser einen kleinen Spinne, die ich hier freigelassen habe. Jetzt nehme ich mir einfach mal so einen Säbel und wir gucken uns mal die Spinne an. Da kommt sie schon. Na, wenn ich jetzt, ihr seht schon, da kommt so ein Balken. Wenn ich rechts auf die Spinne klicke, sehe ich hier links, ich stelle mal die Pause ein, auch ein kleines Infofenster, wo ich sehe, wie viel Lebensenergie sie noch hat, was sie für einen Rüstungswert hat. Der Rüstungswert wird quasi vom Schaden immer abgezogen. Es gibt teilweise Monster, die wirklich hohe Rüstungswerte haben, womit ich mit diesem Säbel wahrscheinlich fast keinen Schaden mehr machen würde oder gar keinen mehr. SK ist die Schöpferkraft der Spinne. Jedes Monster hat auch einen Spezialangriff. Manchmal ist das nur doppelter Schaden. Manchmal ist das Verlangsamen. Manchmal ist das Verwurzeln. Es gibt da sehr viele verschiedene Arten, ne, Verbrennen und so weiter. Hier sehen wir noch weiter, ob sie eine Immunität hat. Eine Immunität bedeutet, dass man zum Beispiel keinen Feuerschaden auf eine Feuerspinne machen kann oder keinen Eisschaden auf einen Eisteufel. Das funktioniert einfach gar nicht. Die Resistenzen bedeuten, wie stark die Spinne zum Beispiel geschützt ist gegen Verbrennen oder gegen Einfrieren oder gegen Wasser oder gegen Luft. Das vermindert den Schaden, den man bei der Spinne macht, in dieser Schadensart und verhindert die Effekte. Das heißt, diese Spinne könnte ich schon sehr viel schlechter einfrieren, aber ich kann sie gut verbrennen. Das heißt, mit dem Feuerzauber, und das können wir ja vielleicht sogar noch ausprobieren, ich weiß nicht, ob sie noch lange noch lebt. Nein, sie ist schon tot. So, dann lassen die auch mal was hin zurück, das sammle ich ein. Aber hier ist noch eine Spinne. Ihr habt gesehen, das war der Spezialangriff. Jetzt brennt die Spinne. Na, also, das lässt sich ganz gut machen. Und dann stirbt sie auch schon. Und sie hat sogar ein bisschen mehr hinterlassen. Gut, das sind diese Werte, die es so gibt. Bei den Zaubern gibt es die Möglichkeit,
die aufzuladen, wenn man die entsprechende Formel gelernt hat. Das sind alles Fertigkeiten, die man lernen muss, teilweise kaufen, teilweise finden. Wenn ich sie auflade, muss ich einfach nur die linke Maustaste gedrückt halten, dann lädt sich ein Balken auf, soweit wie ich das kann. Es gibt, das ist jetzt aufgeladen, und wenn der Balken ganz nach rechts geht, ist es überladen. Dann wird dem Zauber noch ein weiterer Effekt hinzugefügt. Ne, in diesem Fall ist der Explosionseffekt, das ist das Aufgeladene. Normal sieht das so aus, aber wenn ich es so mache, da kommt die Ledermaus. So, die haben wir jetzt auch gleich erledigt. Genau. Das sind diese Geschichten. In den Höhlen auch noch ganz interessant, diese Sachen hier kann ich alle zerstören. Es ist fast unzerstörbar. Da kommt jetzt nochmal so eine. Und kann daraus entsprechende Rohstoffe gewinnen. Das ist also auch möglich. Es gibt auch eine Menge andere Zauber, Defensivzauber, zum Beispiel wie diesen Schildzauber. Wenn ich den kann ich zum Beispiel jetzt voll aufladen, bekomme ich so ein Schild, der mich schützt, solange er da ist. Der schrumpft halt, wenn ich Schaden nehme. So, Lebensessenz wiederbekommen kann ich einerseits durch Essen und auch die Schöpferkraft natürlich oder eben durch Heiltränke. Da habe ich jetzt nur einen dabei, das ist dieser hier. Der würde jetzt zum Beispiel kontinuierlich meine Schöpferkraft anheben. Im Kampf sind für mich auch sehr wichtig meine Werte hier der Resistenz, die wiederum auch verhindern, dass ich eingefroren oder eingefroren werde oder durch die Luft gewirbelt. Ne? Also gerade im Kampf gegen größere Dämonen ist es sehr gut zu gucken, welche Schaden machen die und was lege ich an Schmuck zum Beispiel hier an. Ne? Das gibt mir zum Beispiel jetzt dieses Eisschutz plus 3. Das addiert sich quasi und es gibt dann auch wiederum Zauber, die, ne, wie diesen hier, Resistenzen erhöhen, die dann um 10% nochmal alle Resistenzen erhöhen. Also Resistenzen sind gerade auch im höheren Schwierigkeitsgrad, also wenn man es auch schwierig spielt, sehr, sehr wichtig. Ja. Okay. Ja, noch ein Wort zu den Zaubern. Zauber haben immer einen minimalen MP-Wert, einen minimalen Bewusstseinswert. Ne? Ihr seht hier, Magie und Bewusstsein ist natürlich jetzt weit drüber. Am Anfang wird man da eher öfter mal das Problem haben, dass die Magiepunkte noch nicht reichen. Magiepunkte gewinnt man im Laufe der Hauptstory immer mehr dazu. Das hat was mit diesen magischen Schreinen zu tun. Oder im Laufe der Story einfach. Und das Bewusstsein steigt eben durch viele Dinge, durch Sachen, die man entdeckt, durch Fortschritte, die man macht, indem man etwas lernt, Fertigkeiten lernt, indem man Rezepte lernt. In Dialogen kann das Bewusstsein steigen. Es gibt da viele Möglichkeiten. Die Sache ist die, wenn das Bewusstsein nicht hoch genug ist für den Zauber, dann kann der Zauber fehlschlagen oder sich sogar umkehren. Das heißt, es gibt chaotische Folgen. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man genug Bewusstsein hat. Wenn nicht, ist es eben wirklich Glückssache, ob der Zauber gelingt oder nicht. Zum Beispiel der Feuerball, nur als Beispiel, würde in dem Fall dann eine Explosion auf dem Spieler selbst verursachen, wenn er chaotisch wirkt. Nur als Beispiel. So, gut. Resistenzen, genau. Das Sammeln, das ist übrigens diese Magneteigenschaft, die bedeutet quasi, aus welcher Entfernung Gegenstände auf dich zufliegen, hat nicht direkt was mit Kampf zu tun, aber wenn man das halt steigert, ist der Vorteil einfach, dass man nicht so viel hin und her laufen muss, sondern dass die Gegenstände alle sofort zu einem laufen. Okay, jetzt zu der Beute. Die Beute, die man so bekommt, das ist zum Beispiel sowas wie Augenkristalle oder was haben wir hier, Feuerzahn. Man braucht eine gewisse Menge von diesen Dingen, um Zauber zu mischen. Aber ich habe jetzt auch in vielen Let's Plays gesehen, dass aufgrund dieser Dinge eben dann alles behalten wird. Es ist nicht nötig. Man kann auch vieles verkaufen. Ich sag immer mal so, wenn man so 20, 30 von jeder Sorte hat, dann hat man wirklich sehr genug und den Rest kann man einfach verkaufen. Und wirklich auch viel Geld damit verdienen, wenn man das eben entsprechend an Tiberius oder Nial verkauft. Das nur mal so am Rande. So. Und
Jetzt würde ich sagen, gehe ich noch einmal in diesen einen Raum, den ich hier vorbereitet habe, und schieß mal mit diesen ganzen Dingen, wie ich es euch erzählt habe. Das wäre jetzt ein normaler Bogen, ne? Ihr seht, der kommt trotzdem auf mich zu. Jetzt mache ich nämlich mal diesen hier. Seht ihr? Und dann zuckt der schon sehr viel mehr zurück. Seht ihr das? So. Genau. Jetzt nehme ich mal. So, das Skelett ist auch hinüber. Jetzt nehme ich mir mal mein Schwert hier, damit ihr die beiden auch nochmal seht. Oh, hier kommt schon was an. Habt ihr gesehen? Das wurde auch weggestoßen. Mal sehen, was hier noch so drin ist. Und ihr seht, hier ist richtig was los. Dieses Skelett kann man anscheinend nicht so leicht wegstoßen. Der hat eine wahrscheinlich Wegstoßresistenz. Gucken wir mal hier. Stoßresistenz 100. Das heißt, deswegen kann ich das nicht wegstoßen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel beim Schwert, ne? Und ihr seht auch, wenn die mich treffen, mein Schild wird immer weniger. Ne? Irgendwann nehme ich dann eben auch Schaden. So, da ist noch einer mit dem Bogen. Der schießt jetzt auf mich. Zerfliegt hier auch alles. So, im Großen und Ganzen habe ich jetzt hier alles getötet. Da ist noch einer. Und später gibt es dann eben auch solche Kampfzauber hier. Die machen dann richtig Spaß. Das ist aber fortgeschrittene Magie dann schon, ne? Wollte ich nur noch am Rande auch mal zeigen. So. Im Großen und Ganzen, ja, was Verkauf angeht, Handel, wie gesagt, wollte ich auch kurz erwähnen, weil ich jetzt nicht nochmal ein extra Tutorial machen wollte hier dafür. Verkauf die Dinge immer an die Leute, die sie brauchen. Die Händler sind immer nur dafür da, die kaufen das, was die anderen nicht kaufen. Das heißt, Holz kauft ihr beim verkauft ihr beim Schreiner, ne? Diese ganzen Alchemiezutaten verkauft ihr beim Alchemisten. Dann kriegt ihr sehr viel mehr dafür. Es steht auch in jedem Handelsdialog immer die Spanne zwischen Verkauf und Ankauf. Die Händler haben naturgemäß sehr viel weniger. Was viel bringt, ist, den Händlern Gefallen zu tun. Die sind meistens dann, kriegt man auch nicht viel dafür, aber die Spanne verändert sich. Das heißt, man kriegt eigentlich für jede Quest, die man für jeden erfüllt, immer 2% mehr, kriegt man 2% mehr für die Dinge, die man verkauft, und muss 2% weniger bezahlen, für was man dann eben kauft. Es lohnt sich also. Und auch was Dialoge angeht, wenn man mit den Leuten spricht, regelmäßig spricht, das ist sehr wichtig in diesem Spiel, weil überall wieder Fäden aufgenommen werden, wo immer wieder neue Quests entstehen, neue Möglichkeiten. Und auch nach Zwischensequenzen immer ganz wichtig, sage ich auch immer allen, dass man danach nochmal mit allen Beteiligten spricht, weil dann vielfach die Handlung noch weitergeht. Genau, das war jetzt ein bisschen abseits vom Kampf. Die Höhlen sind alle handgemacht, es gibt so viel verschiedene, es ist eine riesige Welt und es gibt sehr viel zu entdecken, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und auch bei der spannenden Handlung, die dann richtig Fahrt aufnimmt.